hier ist eine Stadt. Was gibt es in der Stadt? In der Stadt gibt es viele Straßen. Das hier ist eine Straße. Das ist eine Straße. Das hier ist eine runde Straße. Das ist ein Kreisverkehr. Das hier ist keine Straße. Das ist keine Straße. Das ist ein Weg. Autos fahren auf der Straße und Menschen laufen auf dem Weg. Kleine Kinder laufen auf dem Weg, zum Beispiel Mädchen und Jungen laufen auf dem Weg. Oder auch Mama und Papa, Erwachsene, laufen auch auf dem Weg. Auf der Straße fahren die Autos, auf dem Weg laufen die Menschen. Was gibt es noch in der Stadt? In der Stadt gibt es auch einen Fluss. Das hier ist ein Fluss. Und das hier ist ein See. Die Straßen sind grau hier, grau. Und das hier, das Blaue, ist der Fluss und der See. In der Stadt gibt es auch Häuser. Hier wohnt Henry, das ist Henrys Haus. Hier wohnt Elsa, das ist Elsas Haus. Und hier wohnt Setchen, das ist Setchens Haus. Das hier sind kleine Häuser und das hier, das sind große Häuser. Das sind Hochhäuser. Es gibt vier Hochhäuser und drei kleine Häuser. Das hier ist auch ein großes Haus, aber es ist kein Hochhaus. Es ist ein Kaufhaus. Dort können wir einkaufen. Wir können Essen kaufen, wir können Kleider kaufen, wir können Möbel kaufen, zum Beispiel einen Tisch oder ein Bett. Wir können vielleicht auch Bücher kaufen zum Lesen. Wir können ganz viel kaufen in einem Kaufhaus. Das hier ist auch ein Haus, wo wir einkaufen können. Aber keine Kleider und keine Möbel. Das ist ein Supermarkt. Im Supermarkt können wir Essen einkaufen. Das hier ist auch ein Haus. Dieses Haus ist eine Schule. In der Schule können wir lernen. Kinder gehen in die Schule zum Lernen. Das hier, dieses Symbol, ist auch ein Haus. Das ist ein Krankenhaus. Menschen gehen ins Krankenhaus, wenn sie krank sind. Ein rotes Kreuz heißt Krankenhaus. Neben dem Krankenhaus ist ein Kino. Ins Kino gehen wir, wenn wir Filme anschauen wollen. Das ist ein kleines Popcorn. Im Kino kann man Popcorn kaufen und Popcorn essen. Was gibt es noch in der Stadt? In der Stadt gibt es die Polizei und in der Stadt gibt es die Polizei und die Feuerwehr. Es gibt die Polizei und die Feuerwehr. Ups, warum malt er nicht mehr? Polizei und die Feuerwehr. Das ist die Polizei. Die Polizei ist blau. Das ist die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist rot. Hier oben ist ein Zoo. Im Zoo gibt es viele Tiere. Es gibt Giraffen und Elefanten und vielleicht einen Löwe oder Affen. Im Zoo gibt es viele Tiere oder Pinguine. Hier neben dem Zoo gibt es einen Bahnhof. Am Bahnhof fahren Züge. Manche Leute kommen mit dem Auto zum Zoo, andere kommen mit dem Zug zum Zoo.
Was gibt es in unserer Stadt noch? Für die Kinder gibt es einen großen Spielplatz. Yippie-yay! Die Kinder können spielen auf dem Spielplatz. Und manchmal müssen sie Pipi. Hier ist ein Klo oder eine Toilette. Dann können die Kinder auf das Klo gehen.